Das Aufgabenspektrum eines Versicherungsvermittlers ist breit gefächert. Er ist nicht nur für die Erstberatung, den Verkauf und die Nachberatung rund um Versicherungen zuständig. Unter anderem ist der Vermittler immer häufiger an der Schadensregulierung beteiligt. Somit stellt er ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Versicherungsgesellschaft dar. Ein Spagat mit vielen Herausforderungen und Pflichten. In vielen Branchen ändern sich die gesetzlichen Regelungen und Pflichten, auch in der Versicherungsbranche. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, gab es am 14. November das bereits 8. Versicherungsvermittlerforum. Im Haus der Industrie- und Handelskammer fand die Veranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern statt. Eröffnet wurde sie vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Siegfried Zander. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind das insgesamt 2849 Versicherungsvermittler im Kammerbezirk unserer Kammer. Und bundesweit gesehen die Zahl 224.462 registriert. Eine stattliche Zahl und die Transparenz und der Überblick für jeden damit gegeben. Die Begrüßungsrede des diesjährigen Forums hielt Jens Wanke, Vorsitzender des BVK e.V. Regionalverband Ost. Er betonte in seiner Rede, wie viele Neuerungen und Regulierungen in den letzten Jahren dazugekommen sind und dass so einige Herausforderungen auf die Versicherungsvermittler zukommen werden. Jedes Mal, wenn wir ein Versicherungsforum durchführen, dann haben wir immer eine Riesenlatte von Herausforderungen. Und jedes Mal haben wir den Eindruck, schlimmer geht's nicht mehr oder größer können die Herausforderungen nicht sein. Und offensichtlich, aber es geht jedes Mal noch mehr. Weil wenn wir das Programm, hätten wir eigentlich auch auf 2 Tage gestalten können. Denn wir haben ganze Problemkreise, die wir gar nicht so offensiv heute ansprechen können. Jeder gewerblich tätige Vermittler hat die Pflicht, im bundesweit geltenden Versicherungsvermittlerregister eingetragen zu sein. Das Vermittlerregister und die Zugangsvoraussetzungen sind 2 der zahlreichen gesetzlichen Neuerungen in den letzten Jahren. Auch zukünftige weitere Regulierungen kommen auf die Versicherungsvermittler zu. Ausdruck dafür ist das Gesetz zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD. Dazu hielt der Regierungsdirektor Thomas Ernst seinen Vortrag IDD-Herausforderungen für den Versicherungsvertrieb. Die neuen Richtlinien beinhalten viele neue Aspekte der Versicherungsbranche. Die Einbeziehung des Direktvertriebs, die Weiterbildungspflicht wahrscheinlich als das ganz wesentliche Herausforderung. Besondere Informationspflichten, Dokumentationspflichten, Bereich Versicherungsanlage, Produkte. Also insgesamt Vertiefung der Herausforderungen und mehr Pflichten für die Vermittler. Erstmals neben vielen anderen gesetzlichen Verpflichtungen ist eine Weiterbildungspflicht für die Versicherungsvermittler dazugekommen. Sie sind nun verpflichtet, insgesamt 15 Weiterbildungsstunden im Jahr vorzuweisen. Unsere Vorstellung ist, das möglichst, unbürokratisch umzusetzen. Das heißt, alle modernen Formen der Weiterbildung zuzulassen, also nicht nur die Seminare, sondern auch E-Learning bis hin zum Selbststudium, um das Ganze so, wie es auch ja der Bundesrat in seiner Entschließung gefordert hat, möglichst unbürokratisch auszugestalten. Das Ganze aber zu unterlegen mit gewissen Grundqualitätsanforderungen an diejenigen, die Weiterbildung durchführen. Und natürlich, also so stellen wir es uns im Moment im Entwurfsstadium vor, mit einer, was die ungebundenen Vermittler angeht, jährlichen Erklärung gegenüber der Kammer, dass sie tatsächlich diese 15 Stunden abgeleistet haben. Eine weitere Herausforderung für Vermittler ist die Sicherung des eigenen Unternehmens. Dazu hielt Rechtsanwalt Werner Fröschen einen Vortrag mit dem Thema Notfall in der Agentur. Es ist eine stetige Sichtung vorzunehmen, welche Notfälle im Unternehmen eintreten können und welche rechtlichen Folgen aus diesen einzelnen Notfallsituationen entstehen, um konkrete Vorsorgemaßnahmen für sich und die Mitarbeiter zu entwickeln. Am Ende der Veranstaltung zeigte Dr. Joachim Seidel von der Institut Ritter GmbH den Teilnehmern, wie sie systematisch starke Kundenkontakte binden und erhalten können. Er erläuterte dabei auch neue Ideen für einen zukünftigen Vertriebserfolg. In der Versicherungsbranche gibt es gewiss immer neue Ideen und Herausforderungen. So wird es auch im nächsten Jahr ein Versicherungsvermittlerforum zum Gedankenaustausch geben. Bis dahin können sich die Versicherungsvermittler bei Fragen und Anregungen bei bekannten Anlaufstellen informieren.